YouTube. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Hunter Call of the Wild hier mit eurem Captain Dax. Vielleicht habt ihr das gesehen, das Video von Shifty, ich hoffe man spricht ihn so aus, den Schwarzbären-Guide auf Silver Ridge Peaks. Den probieren wir heute aus. Shoutout nochmal an den Kollegen Shifty für diesen krassen und sehr gut durchdachten Guide. Wir probieren das heute aus und wenn ihr Bock habt, lasst auch ein Like und ein Abo bei ihm da. Let's go! So, wir sind hier schon an einer sehr, sehr guten Stelle, muss ich gestehen. Ich nutze jetzt die Zeit 15 bis 20:30 Uhr aus, um also die Trinkzeit für die Bären, ne? Und diese beiden Seen werden wir jetzt uns erstmal angucken. Die dürften nach Guide sehr, sehr gut sein. Ja, mal sehen. Jetzt habe ich es gerade 16 Uhr. Könnte vielleicht ein bisschen früh sein. Erstmal sehe ich hier nur Truthähne. Aber da haben wir den ersten Bären. Ein Weibchen. Leider nur ein Zweierweibchen. Ja, ich glaube, ich stelle die Zeit nochmal kurz um. Also 16 Uhr ist vielleicht ein bisschen früh. Das Zeitfenster zum Trinken für die Bären ist auch riesig, ne? Also 15 Uhr bis 20:30 Uhr ist krass. Stellen wir auf 18.15 Uhr. Ich glaube, das ist ein ganz guter Wert. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, ob sich jetzt an der Bärenpopulation da was getan hat. Also das Weibchen ist immer noch da. Hier haben wir einen 7er. Ich glaube, den schieße ich auch jetzt erstmal. Ja, da ist er. Tot. Ah, sie ist auch tot. Sehr gut. Okay, er treibt zu uns. Ein goldener Bär. Ja, zwischen Gold und Diamant. Das Ding ist jetzt, wenn ich sie da hinten einsammeln möchte, muss ich hier erstmal am zweiten See vorbei. Dreierweibchen, okay. Ich mache mal 300 Meter Schuss. Oh, der hat gesessen auf jeden Fall. So, das Weibchen ist in Silber. Und drüben ist noch ein Bär, ich sehe ihn. Komm schon, komm schon, komm schon. Nachladen, nachladen, nachladen. Ja, das Weibchen ist leider nur Bronze. Das war das Zweier extrem leicht, ja, ja. Der ist auch Gold, aber gerade so. Aber schön. Schöner, goldener Bär. So, wir sind am See. Jetzt müssen wir natürlich gucken, ob wir hier schon irgendwo Schwarzbären sehen. Da haben wir ein Dreier und ein Zweierweibchen. Ich glaube, die haben mich nicht gut getroffen. Das ist ein Zweierweibchen. Ja, die ist ja maximal Bronze. Ja, das ist natürlich alles ein bisschen schlecht. Noch ein Dreierweibchen. Warum habe ich das schlecht getroffen? Also ich habe hier wirklich nichts wirklich gut getroffen. Ne? Ein Bär ist tot. Schwierig. Schwarzbären. Irgendwie der zweite See. War schwierig. Zu viel Schilf, zu viel versteckte Bären. Dreierweibchen. Gibt es hier keine guten Männchen mehr? Einer Weibchen, okay. Digga, das ist ja, richtig, richtig schlecht. Zweierweibchen. Dreierweibchen ist, glaube ich, das Beste hier. Also wir haben auf jeden Fall ein paar erwischt. Ich weiß nicht, ob wir alle erwischt haben. Da ist das Einerweibchen. Okay, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr zu schießen. Gibt wahrscheinlich gar keine Wertung. Ja, das ist ein silbernes Weibchen. Ein bronzenes Weibchen.
Oh ja. Keine Wertung, weil ich es direkt in den Darm geschossen habe. Sie ist halt hochgestanden, als ich schießen wollte. In dem See hier oben sehe ich erstmal gar keinen Bären. Entweder habe ich durch meine Schüsse schon alle verjagt. Oder das ist auf meiner Map kein guter Spot für Bären. Ja, Puma, aber kein Bären. Naja. Oder? Neuner legendär. Puma. Neuner legendär? Heißt das jetzt Diamant? Habe ich jetzt zufällig bei der Bärenjagd einen Diamant-Puma geschossen? Das gibt's ja gar nicht. Erstmal müssen wir uns den anderen Puma angucken, den ich hier oben geschossen habe. Ist ein schönes graues Tier in Gold. Ja. Finde ich gut. Das gibt... Ey, das ist doch nicht wahr! Ist das random schon wieder? Also, es gibt's doch nicht. 39,5 Diamant. Puma. Dunkelrot. Ey, Leute, das gibt's doch gar nicht. Vor allem, wie random. Ich war eigentlich auf der Suche nach guten Bären. Und schieß einfach einen Diamant-Puma. Aber dafür waren an dem See keine Bären. Ich glaube nämlich auch, weil Shifty in seinem Guide gesagt hat, dass die Pumas auch mal die Bären verjagen können als Raubtiere. Ja, und deswegen, wenn hier schon ein legendärer Puma und ein goldener Puma an dem See rumstreifen, dass dann natürlich keine Bären am Start sind. Logisch. Krass. Einfach ein Dia-Puma geschossen. So mittendrin, zwischendurch. Das gibt's ja gar nicht. Sowas liebe ich, ne? Also du gehst halt spazieren und siehst irgendein Tier und denkst dir so, Digga, da steht legendär dran. Schießen. Und dann zack, Diamant. So, weiter geht's mit den Bären. Ich habe jetzt nochmal die Zeit umgestellt etwas. Bin jetzt hier unten an dem See. Der ist jetzt zwar im Guide nicht als Bärensee benannt, aber ich werde jetzt trotzdem nochmal schauen, ob hier was geht. Ne? Und danach werden wir natürlich hier oben an den See gehen. Der ist im Guide nochmal als wirklich ertragreich definiert. Und da werde ich mir auch gleich mal die Hütte hier oben besorgen. Die habe ich nämlich noch gar nicht. Also bis jetzt sehe ich an dem See hier erstmal nichts. Auch wieder sehr, sehr viel Schilf, undurchsichtig. Aber ich würde sagen, hier ist kein Bär zu sehen. Ja, nee, hier ist nichts. Okay, dann gehe ich jetzt hoch zu diesem See und werde mir danach die Hütte besorgen. Wissen die Entwickler eigentlich, dass hier in der Mitte von dem See drei Bäume einfach... Also, muss das so? Ich glaube, das ist falsch. Aber, ich habe das Spiel nicht entwickelt. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist falsch. Na, falls das jemand von den Entwicklern sieht, hier an dem See sind einfach in der Mitte drei Bäume drin. Müsst ihr mal fixen. Falls jemand von euch sich die Abschüsse aus den Streams oder den Videos nochmal genau ansehen wollt, der Link für meinen Discord ist unten in der Videobeschreibung. Schaut einfach auf meinem Discord vorbei. Da gibt es einen Channel, der nennt sich Erlegtes. Und das ist der Channel, in dem ich alle Stream-Abschüsse und Abschüsse aus den Videos poste. Also die Screenshots, ne? Und im Channel Erlegtes Community dürft ihr gerne eure Abschüsse präsentieren, eure Dias, eure besonderen Farben oder auch eure Goldtiere. Ich schaue mir das auf jeden Fall an. Viel Spaß bei mir auf dem Discord. So, gleich müssten wir am See sein. Ich bin sehr gespannt, wie ergiebig der ist. Wir müssten eigentlich auch eine perfekte Zeit haben mit 17.17 Uhr. Top. War sein Zufall. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist hier los? Ey, das ist ja ein Traumspot. Das ist ja ein Traumspot. Als ob Bären Herdentiere sind. Also es sieht erstmal cool aus.
Aber es sind ultra viele Dreierweibchen. Was ist hier los einfach? Was ist hier los? Ich schieße da jetzt einfach rein, weil ich möchte den Sechser. Bitte. Schön, ich habe zwei geschossen. Die kommen auch wieder, okay. Ich hätte noch Bock auf den Maultierhirsch. Mal sehen. 300 Meter Schuss. Maultierhirsch. Baum. Baum. Kann ich euch nicht sagen, ob ich den gut getroffen habe. Da ist ein Puma. Fünfer Mitte. Den nehmen wir auch noch mit. Das ist ja hier ein mega geiler Spot. Das ist ein braunes Weibchen, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Ein brauner Schwarzbär. Naja, warum nicht? Ich brauche mich hier nicht zu bewegen, Digga. Rocky Mountain, Vierer leicht, lol. Einfach ein Wapiti. Oh ja, den habe ich gut getroffen. Okay, ich muss nachher gucken, dass ich alles wieder einsammle, was ich hier gerade geschossen habe. Das ist ja krass. Da ist noch ein Puma. Da ist leider noch ein Puma. Komm schon, ja, sehr gut. Okay. Digga, was hier los? Was hier los? Einmal Silver Ridge Peaks wieder ausgepackt, zack, gleich ein Dia-Puma geschossen. Ne? Riesenherde an Bären gesehen. Das ist einfach zu krass hier. Einfach zu krass. Die Map ist zu krass. So, der Puma ist Silber. Schöner doppelter Lungentreffer. Ihr wisst, was ich meine. Ja, easy. Gold. Schön. Ja, er liegt. Okay. Krass, krass, krass. Das macht ja richtig viel Spaß. Ich habe ja eigentlich gar nicht gedacht, dass ich so viele Bären finde. Ich meine, klar, sind selten gute Bären dabei. Aber ich habe nicht gedacht, dass die Great One-Jagd so viel Spaß macht. Wie viele Bären hier einfach chillen. So, hier haben wir Bronzebär. Dunkel. Ey, unglaublich schöne Farbe, ne? Unglaublich schön. Hier ist das braune Weibchen, genau. Silber, Zimtbraun. Schön, finde ich gut. Der Maulhirsch in Silber. Leider nur.
Da ist der Sechser in Gold. Ja, ja, sehr gut. Da ist aber auch gerade so Gold, ne? Ein Weibchen in Silber. Vierer. Ein Weibchen in Bronze, leider nur. Ein Männchen in Silber. Oh, auf der anderen Seite ist noch ein Sechser. Zack, silbernes Männchen. Bronzenes Weibchen. Goldenes Tier. Schön. So, der Sechser war leider nur Silber. Oh, okay. Schade. Ja, war ja heute ziemlich intens. Gute Bären geschossen. Okay, vielleicht noch kein Deer. Vielleicht auch noch kein Great One gesehen, ja. Aber das wird alles noch kommen. Diese Tour, die werde ich jetzt demnächst noch ein bisschen erweitern, sage ich mal. Und auch wiederholen, ja. Auf jeden Fall, was heute krass war, einfach so random Deer Puma geschossen. Einfach ein neuner legendärer Puma. War da einfach. War da einfach, hat getrunken, war auch auf der Flucht, aber wollte irgendwie trotzdem nicht wegrennen, sondern stand einfach da und dachte sich so, jetzt darfst du mich schießen, Dax. Jetzt. Das ist deine Chance. Auf jeden Fall hat es mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, auf Twitch auch einen Follow dazulassen, denn ich streame ab und zu. Vergesst nicht, hier das Abo dazulassen auf YouTube. Der Link von meinem Twitch-Kanal ist in der Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.